Machen wir weiter mit einem weiteren Ansatz zum Themenfeld Oral History, Quellen, Kontext und viele Fragen. Es geht um Fake-Chats und gute Recherche. Ich begrüße noch einmal Eva Hasel. Sie wird uns den Ansatz jetzt vorstellen. Genau, bei dem Ansatz ging es auch vor allem darum, überhaupt mal ein Verständnis für Oral History zu schaffen. Also was ist das eigentlich? Was für Geschichten werden da? Wie unterscheidet sich das eben auch von offizieller Geschichtsschreibung? Und auch so ein Verständnis für Quellen vermitteln und eben auch für quellenkritisches Arbeiten. Also wie kann ich Quellen überhaupt einordnen? Wie kann ich die auch vergleichen? Wie kann ich textualisieren? Da haben wir uns ein bisschen so die Hürde, die das Archiv der Flucht vielleicht hat, eigentlich zum Nutzen, dass wir das als ein, was viel in den Gesprächen, was die Zeugen und Zeuginnen im Archiv der Flucht erzählen, ohne Hintergrundwissen gar nicht von selbstverständlich ist, weil natürlich historische oder geografische Dinge erwähnt werden oder Begriffe erwähnt werden, die jetzt eventuell speziell junge Menschen nicht so genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Und daraus haben wir eben so eine Art Peer-to-Peer-Erklärformat. Das heißt, die Teilnehmenden schauen sich ausgewählte Sequenzen an aus dem Archiv der Flucht und können dann eben dabei ihre Fragen festhalten, was sie nicht verstanden haben, was die jeweilige gerade erzählt, wenn sie irgendein Wort nicht verstanden haben oder irgendeinen Kontext nicht ganz verstehen. Das wird dann wiederum in die Gruppe gegeben und dann können eben andere Teilnehmende sich dieser Fragen annehmen und die Antworten dazu recherchieren. Das geschieht dann eben über offizielle Quellen, also gerade prädestiniert, wenn man es in Schulen durchführt oder wenn man es in Bibliotheken durchführt, ist eben da ja viel, wo man eben normalerweise mit geschriebenen und diesen offiziellen Quellen viel arbeitet und die Jugendlichen das ja dann oft auch schon gut kennen und diese zu diesen gestellten Fragen halten Sie dann fest in einem Chat-Simulator, der jetzt bei Mediale Pfade entwickelt wurde. Das heißt, das ist so eine Art Fake-Chat. Also man schreibt so einen kleinen Dialog und das sieht dann eben wirklich aus wie in einem Messenger-Tool. Und genau, da haben wir auch Tests durchgeführt an einer Schule und ja, es kam sehr gut an, weil man dann eben auch gemerkt hat, das ist was die Jugendlichen aus ihrer Alltagswelt, aus ihrer Lebensrealität sehr gut kennen und das ist eine Art von Kommunikation, wie sie dort eben schreiben können und wie sie Dialoge schreiben können, die ihnen sehr nahe liegt, weil das von ihnen nicht erfordert, dass sie irgendwie wie im Schulaufsatz schreiben, sondern es einfach so tun, im Alltag auch tun. Und das war ganz schön zu sehen, dass da viele auch total in Storytelling gekommen sind und so kleine Geschichtchen drumherum entstanden. Ja, vielen Dank. Das ist ja tatsächlich eine ziemlich verbreitete Praxis, also mit Chat-Simulatoren Chats so zu faken und dann den Screenshot sozusagen weiterzuschicken an andere Freundinnen und Freunde und ja, ne, zu zeigen, ja, ich habe zum Beispiel mit der und der Person kommuniziert und im Grunde diese Praxis oder ja, man kann sagen, Jugend. Kultur ein Stück weit haben wir hier, hast du genutzt, um ja, Lesen und Schreiben vielleicht attraktiver zu machen. Kann man das so formulieren? Ja, und vor allem ist es ja auch diese Art der Sprache, die man verwendet, zum Beispiel, wenn man in Chats oder in Messenger schreibt, ist ja eine sehr orale Sprache. Man schreibt ja nicht, wie man schreibt in der Schule, sondern man schreibt, wie man spricht. Das heißt, mal so dieser Aspekt der Oralität, der wieder nochmal aufgegriffen wird und ja, zu dem Jugendliche vielleicht tatsächlich dann eher einen Bezug herstellen können, weil das ist, was sie tagtäglich nutzen. Super, vielen Dank, Eva. Den Chat-Simulator zeigen wir natürlich genau nochmal jetzt mit allen seinen Funktionen und was vielleicht auch noch draus werden kann. Herzlichen Dank dir.